Old Republic, wieder unterwegs mit dem China Tiger. Jetzt läuft hier einer durchs Bild. Hallo, wir filmen hier. Ja, ich habe 5 Sekunden spät drauf auf Aufnahme gedrückt. Ja, das ist mir bei der Folge davor passiert. Noch. Also halb so wild, ausgleichende Gerechtigkeit. Aber wir sehen hier dieses Terminal. Bei mir leuchtet es blau, bei China nicht. Der war nämlich ungeduldig und hat da schon was reingeworfen. Ja, das war so ein paar Erfahrungspunkte, das war's dann. Genau, mache ich jetzt auch. Und dann haben wir hier wen zum Quatschen. Also wir geben erstmal ein bisschen was ab und dann machen wir die zweite Runde. Ja. Das, was noch übrig ist. Genau. Ihr seid zurück. Hat es funktioniert? Sind die Tarnsoldaten erledigt? Verzeihung, ich bin ganz außer mir. Es gab Komplikationen, aber alles ist geregelt. Diese republikanischen Hunde haben uns gnadenlos behagt. Ich bin sicher, das war eine ordentliche Schlacht. Ihr habt uns wirklich die Haut gerettet. Ich wünschte, ich könnte mich besser erkenntlich zeigen. Aber ich hoffe, das hier ist auch nützlich. Super. Irgendwo ist hier in der nächsten Nähe. Okay. Was für Komplikationen gab es denn? Ich hätte die dritte Option genommen, dass es ein paar Tote gab. Ach so. Also, dass die alle im Kampf gefallen sind, die Tarnsoldaten. Die Geschütze stellen keine Gefahr mehr dar. Ausgezeichnete Teamarbeit da draußen. Die Geschütze waren so schnell außer Gefecht gesetzt, ja, dass wir beinahe keine Verluste zu beklagen haben. Nun, da die letzten Reste des Widerstands fort sind, haben wir die volle Kontrolle über diesen Distrikt. Danke. Also wie lange haben wir gebraucht? Eine halbe Minute? Wenn überhaupt. So, und da ist noch einer. Aber wir kriegen keine neuen Quests. Das ist ja fast ganz angenehm, würde ich sagen. Ja, das heißt, das, was noch übrig ist, was wir da irgendwo haben liegen lassen, wie auch immer wir das geschafft haben. Das sind ja die letzten Sachen, ne? Ja. Ich habe die Befragungsdroiden. Klasse. Ich sag den Technikern, sie sollen sie sofort überprüfen. Vielleicht müssen sie ein paar Einstellungen ändern. Ich plane, die Jedi noch vor Tagesende zum Reden zu bringen. Ich hoffe, sie tun es. Ist zu ihrem eigenen Wohl. Und auch das wäre abgegeben. Ja, dann wieder raus. Ja, irgendwie raus und, warte mal, hier ist doch ein Fahrstuhl. Geschichte schreiben. Von Darth Decimus Turm. Oh ja, zu dem müssen wir auch noch hin. Das ist, glaube ich, die Planetenquest. Stimmt, ach, dann haben wir die auch schon fertig. Ist ja unglaublich. Dann ist das ja vielleicht schon die letzte Corellia. Mal gucken. Ja, du nach Korriban? Ich meine es auch noch fertig machen. Ja, stimmt, ja. Es nähert sich dem Ende. Schnüff. Hallo, komischer blauer Typ. Achso. Wie blauer Typ? Er sieht gerade irgendwie Baddock blau aus bei mir. Ich habe seinen Zugangscode. Die grünen Jedi werden bald ebenso vernichtet sein wie ihre wertvollen Artefakte. Gut gemacht. Der ist hellblau. Das ist sie. Die letzte Schlacht um Corellia. Wie ist euer Status, General? Die imperialen Truppen nähern sich dem Kapitolplatz. Dann greifen wir an. Ihr habt euch als würdig in der Schlacht erwiesen. Führt jetzt eure Armee gegen die Jedi-Enklave. Oh, dann haben wir doch noch eine. Die grünen Jedi werden angesichts eurer überlegenen Macht verzweifeln. Macht sie nieder! Hört erst auf, wenn ihr ihren Anführer getötet habt. Meister Arfan Ramos, Kommandant der grünen Jedi. Die Rebellen nennen ihn Corellias Retter. Er verbirgt sich hinter einer Hülle aus Tugend. Doch es ist Zorn in ihm. Wir haben Terminierungstrupps zu Meister Ramos geschickt. Er hat sie alle vernichtet und sich dann in die Enklave zurückgezogen. Jetzt hält er die Rebellion ganz allein am Leben. Ich habe keine Angst vor Herausforderungen. Respektiert Meister Ramos. Provoziert seinen Zorn. Und ihr werdet ihn brechen. Aber zuerst die Enklave. Darbin Sul wird euch helfen, in die Gemächer des Rats vorzudringen. Jetzt geht. Heute entscheiden wir Corellias Zukunft. War das nicht das Ratsmitglied? Ihr Verräter? Ja, ja. Den wir da eingeschleust haben. Dann ist ja gut, dass wir das noch eben abgegeben haben. Keine
keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Ich habe auch keine Ahnung. Erstmal raus. Raus. Nun, dann gucken wir gleich mal auf die Karte. Plan unsere neue tolle Route. Im Idealfall da, wo wir sowieso hin müssen. Und es ist natürlich da, wo wir hergekommen sind. Das kann doch nicht wahr sein. Na gut, dass wir das die Gegend noch nicht besucht haben. Ja. Dann sagen, fangen wir erstmal hier an, ne? Und machen dann erstmal hier das Massaker. Erstmal meine Storyquest nochmal. Hoffentlich führt die uns dann auch. Die Storyquest würde ich noch gar nicht machen. Erstmal hier das Massaker auf der linken Seite. Besiege die republikanischen Truppen 0 von 20 und schaltet die alte Artillerie aus 0 von 4. Das ist hier gleich auf der linken Seite. Ah, ja, okay. Danach kommt noch ein Tunnel und dann kommen wir dahin, wo wir zu deiner Klassenmission hin müssen. Ja, ich war so ein bisschen auf Lila fixiert. Ah, ja, ich nicht, weil ich habe kein Lila mehr hier. Nicht mal die Planetenquest. Ach doch, die habe ich noch, stimmt. Ah, die ist ja ganz woanders. Ja. Machen wir zum Schluss. Große Guerilla-Finale oder so. Ach, einen Fahrstuhl gibt's hier auch noch. Ach, so ein Aufwand, haben wir auch noch Aufzug nehmen müssen. Naja. Hier geht schon ab. Wir haben ja auch erst 6 von 20, ne? Da ist ja. Da oben. Und Story-Bereich ist es auch. Achso, du gehst da lang. Ich geh mal hier lang. Ja, ich dachte, wir können zwei gleichzeitig machen. Ja. Ich hab gedacht, wir machen erstmal den Aufzug und gucken, ob wir hier diese vier Dinger finden, weil an Truppen mangelt es ja eigentlich nie. Oh, welche. Ist ja auch kein Wunder, dass ich immer länger brauche als du, weil ich immer erst zu diesen ganzen Leuten hinlatschen muss. Du hast doch während so eine Sache einfach zum Ranspringen. Ja, habe ich. Könnte ich. Benutze ich ja auch manchmal. Hätte ich eben auch benutzen können, ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin von 20. Du bist mal so weit vorne, ich komme gar nicht hinterher. Ja, ich. Was? Weil ich so weit wegstehe immer. Bestimmt. Ich benötige bessere Ziele. So. 17 von 20. Dann gucken wir mal, was unten so abgeht, wa? Ja. Nee, oben. Wir fahren aufs Dach. Ja, das ist mir egal, wo wir hinfahren. Unten, oben, links, rechts, Mitte. Hier ist ordentlich Action. Halt, ist ja bloß einer. Ich benötige bessere Ziele. Nein, wir können nicht zum Schiff zurück. Nein, das passt mir nicht. Das Ziel wurde Wie können wir die ausschalten? Keine Ahnung, sie sind auf jeden Fall unglaublich laut. Ah, wir schmeißen einfach eine Handgranate drauf. Oh. Geht auch von weitem. Wollte gerade sagen. Und wieso bin ich erst 2 von 4? Ich habe auch erst 2. Müssen wir jetzt gehen? Ah, oh, wir müssen da erst warten. Da läuft der Timer noch. So. Also nicht werfen und du bist fertig, so wie man es eigentlich denken würde, sondern werfen, warten, bis es gelandet ist. Aber sie sind doch explodiert. Ja, das ist, Ihre Vitalfunktionen verbessern sich. Nicht geschickt gemacht gewesen. Nein, ganz und gar nicht. Aber dann sind wir mit dem Ding anscheinend auch fertig. Jo. Dann. Dann müsste jetzt hier gleich der Tunnel kommen auf der linken Seite. Da ist irgendein Generator oder sowas. Kein Tunnel. Ah, Tunnel. Wir müssen durch den Tunnel. Nehmen wir das, wo die grünen Neonschilder sind. Vorsicht, Banditen, Beutejäger und Angreifer.
Was? Und Straßenräuber. Hilfe! Dünner Druiden nicht vergessen. Ist ja grausam hier. Ja, eine Handgranate rein und alle sind weg. Ja, so brutal. Ich würde sagen, effizient. Brutal. Grausam. Zerstörerisch. Vernichtend. So, gleich mal zum Aufzug hier. Was machen wir hier? Oh, hier, schöner Roboter, der da rum. Ja, dachte mir, was ist das für ein Begrüßungskommando? Ach nee, der steht still. Überleben gesichert. Aber die stehen nicht still. Nö. Aber gleich liegen sie. Lauf doch nicht schon wieder weg. Ach, das ist dein Roboter, dein Staubsaugerroboter, der die ganze Zeit so lustig vor sich hin trötet. Ja! Voll gut. Das hatte auch bei der Questabgabe bei der ersten so gut gepasst. Ja, irgendwie die Roboter. Das ist das schöne Maustruiden-Geräusch. Ah. Maustruiden sind schön. Ich benötige bessere Ziele. Die Narren glauben, dass sie mich besiegen können. Sind ja quasi auch schon seit der ersten Episode dabei. Ja. Ey. Hat er dich weggeschubst? Der hat mich weggeschubst. Jetzt habe ich ihn erstmal betäubt, dass er das nicht nochmal macht. Wir gehen hier. Oh, ein blauer Gürtel. Der genauso gut ist wie der, den ich jetzt habe. Genau die gleichen Werte. Genau die gleichen Werte. Ich habe ein Inventarproblem. Wieso? Er sagt, mein Inventar ist voll, ich kann nicht mehr looten. Ja, was ist du für ein Inventar? Ich glaube, voll ausgebaut. Also wie gesagt, ich habe halt so viel... Ach, das ist ja auch neu jetzt, die Inventaranzeige. Das sieht jetzt komplett neu aus. Stimmt. Algen und allem ist ja schick. 80 von 80. 80 von 80? Was? Ich glaube, du solltest mal dein Inventar aufräumen. Ja. Ich glaube nicht mehr diese Sitzung. Ich benötige bessere Ziele. Es sei denn, wir kommen an irgendeinem Druiden vorbei, wo wir was verkaufen können. So ein Met-Druid oder sowas. Ja, wir müssen ja noch wieder Quests abgeben. Da müsste eigentlich was rumstehen. Aber dann sind wir ja eigentlich auch durch. Ja. Das heißt, wir sind durch. Mit dem Projekt sind wir durch. Mit was? Mit dem Projekt sind wir dann durch. Mit dem Projekt sind wir, ja. Ist etwa was Neues geplant? Wo ist er denn hin? Ich bin hinter dir. Hier ist ein Eingang. Hier ist ein Eingang. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du kannst die Tunnelstür nicht öffnen. Wieso? Tja. Keine Ahnung. Öffne die Sicherheitstür, sagt er mir. Die Sicherheitstür sagt nein. Ich komme gleich wieder. Hast du was vergessen? Ganz am Eingang. Ja. Ich meine, da vorne, wo du jetzt stehst, an der Durchgangstür, das ist auch schön blau leuchtend hervorgehoben. Aber beim Fahrstuhl, wo wir rausgekommen sind, ist in der Ecke irgendein Schalter anscheinend. Einmal mit Profis. Ich will die Folgenlänge bloß hinausziehen. Ja, ich glaube auch. Da hinten, am Stützpfeiler. Wo? Der ist blau hervorgehoben, der untere Teil. Bei mir nicht. Ja, ist ja auch nicht deine Quest. Das Eingangsding, der Eingang da war aber hervorgehoben. Ja. So, und hier hinten links auch ein Stützpfeiler. Ich muss Sprengsätze platzieren. Machen doch alles kaputt hier. Doch nicht. Stimmt, da war doch irgendwas. Wenn die Säulen jetzt kaputt sind, dann... Ich soll doch meinen Tod vortäuschen. Ach so. Die Erinnerung kommt wieder. Oh. Sehr schön machst du das. Sehr schön ja. machst du das. Hinten ist noch einer.
Ach, jetzt will ich auch so einen Mausdruiden haben. Ist ja nicht mal Mausdruide, vermutlich irgendein Vorgänger. CM12 Minimac. Ja, aber denk dran, da wo die Mausdruiden aktiv sind, das spielt ein paar Jahre später. Ja, als ob ich das hier so genau nehme. Weil gefühlt hat sich die Technologie in den 2000 Jahren kaum weiterentwickelt. Tja. Niemand wird die Explosion überleben. Ihr geht besser von der Bombe weg. Das wird keinem von uns etwas bringen. Ich bin bereit, Sir. Wenn die SID-Bosse Leggett wollen, können sie uns auch etwas Zeit zum Plaudern geben. Schön, euch wiederzusehen. Als das Schattenarsenal explodierte, war ich nicht sicher, ob ihr überlebt. War nicht einfach, aber ich habe es geschafft. Ich war am Schreibtisch, bis sie den Tipp erhielten, dass ihr auf Corellia seid. Ich habe euch enttäuscht und ihr habt mich gehen lassen. Wollt ihr noch etwas sagen, bevor wir euch festnehmen? Kommt drauf an, mit wem ich spreche. Alle anderen, raus hier. Sir? Meldet euch am besten bei Wheel. Ich habe lange mit Hunter zusammengearbeitet und dachte, er wäre ein guter Mann. Ich kann immer noch nicht beweisen, dass da was nicht stimmte. Aber hier steckt doch mehr dahinter als gewöhnlich, oder? Nur so ein bisschen. Wir haben nicht viel Zeit, aber es gibt da eine Gruppe namens Sternenkomplott. Sie mögen weder Sith noch Jedi. Das Seltsame ist, dass ich euch glaube. Aber jetzt stecken wir gemeinsam in dieser Sache. Ich lasse euch den Ort niederbrennen und sage meinem Team, dass es euch erwischt hat. Diese Leute sind dann auch meine Feinde. Wenn die anderen rausfinden, dass ihr mir geholfen habt. Ich bin der Letzte, um den ihr euch sorgen solltet. Ihr seid ein guter Agent, Leggett. Macht die Bombe scharf und ich verbreite die Nachricht. Bombe scharf machen. Kaboom. Bombe scharf machen, indem ich hier dran hantiere. Ah. Nach Holo kommen? Ja! Die Holocams haben euer Verschwinden nicht erfasst. Und im SID-Funkverkehr ist von einem Agenten des Imperialen Geheimdienstes die Rede, der bei der Explosion umgekommen ist. Offiziell seid ihr jetzt tot. Herzlichen Glückwunsch! Bekomme ich ein Staatsbegräbnis? Die Ehre wird Spionen nur selten zuteil. Die Verschwörer haben euch vorläufig nicht mehr auf dem Schirm. Ich sende euch die Koordinaten des Raumschiffs Tenebros. Ich treffe euch dort und dann zerschlagen wir das Sternenkomplott endgültig. Das klingt so, als wenn das ein Ort ist, wo du wieder nicht mit darfst. Richtig. Tja, dann geht's hier raus? Hier oben. Dann musst du das halt wieder mit einer Extra-Folge beenden. Fängt alleine an und hört alleine auf. Richtig. Keine halben Sachen. So, muss ich mir kurz orientieren. Na toll, jetzt sind wir wieder hier. Kann ja nicht wahr sein. Ist aber wahr. So, die Bonusmission wollten wir ja dann wahrscheinlich nicht machen. Das so sehe. Was für eine Bonusmission? Teil 2. Durch die Linien. Bonus. Zerstöre die Feldkommunikationseinheiten 0 von 3. Ist doch, glaube ich, oben links. Nö. Ich glaube, die hatten wir ausgelassen. Das glaube ich nämlich auch. Dann markieren wir hier mal das Munitionslager. Überleben gesichert. Ja. Das war's schon. Super. Ich weiß, wir sind jetzt bei 19 Minuten. Also wir müssen jetzt halt eine längere Zeit laufen. Aber können wir auch in die Folge mit reinnehmen und vor Ort cutten, oder wir cutten jetzt? Ich würde sagen, wir cutten jetzt, während wir schon unterwegs sind und sehen uns dann hoffentlich vor der letzten Mission auf Corellia. Richtig, das wird dann wahrscheinlich auch die letzte Folge mit meiner Beteiligung werden. Also bis dann. Tschüss.